Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Videoserie C Programmieren mit der Virtual C IDE. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit Variablen und den einfachen Datentypen in C. Wie wir bereits im ersten Teil gesehen haben, werden die Daten eines Prozesses im Speicher abgelegt. Für einen großen Teil der Daten nutzen wir Variablen. Wir können uns Variablen wie einen Behälter vorstellen, in dem die Daten abgelegt werden. Dabei sind die Behälter bei den einfachen Datentypen starr, das heißt, sie können zur Laufzeit nicht verändert werden. Um eine Variable verwenden zu können, müssen wir sie vorher definieren. Eine solche Definition beginnt mit dem gewünschten Datentyp, gefolgt von dem Namen der Variablen und einer optionalen Initialisierung. Der Standardtyp in C ist int für Integer, also eine Teilmenge der ganzen Zahlen. Als Namen schreibe ich kurz i und initialisiere mit 0. Wenn wir das Programm mit F10 starten, dann sehen wir, dass bereits vor unserer Anweisung zur Definition der Variable i Speicher für die Variable reserviert ist und hier ein zufälliger Wert im Arbeitsspeicher steht. Erst mit dem nächsten Schritt unserer Initialisierung wird dieser Wert überschritten. Wenn wir das Programm ein zweites Mal starten, sehen wir, dass hier ein ganz anderer Wert im Speicher liegt. Das heißt, C reserviert beim Übersetzen bereits Speicher für die Variable. Wenn wir eine Initialisierung weglassen, dann würden wir Gefahr laufen, mit einem zufälligen Wert hier weiterarbeiten zu müssen. Deswegen sollten Sie immer Variablen in C initialisieren. Zurück zu unserer Variable. Wir sehen im Stackfenster, dass 4 Bytes für die Variable reserviert wurden. Die Virtual C IDE repräsentiert eine 32-Bit-Maschine, also 4 Bytes für einen Integer-Wert. Wir können also Zahlen ungefähr plus minus 2 Milliarden mit dem Datentyp Integer darstellen. Was können wir nun mit dieser Variable tun? Nun, wir können sie verändern. Wir können zum Beispiel hochzählen, i gleich i plus 1. Ich kopiere das jetzt noch ein paar Mal. Und wenn wir das Programm jetzt durchsteppen, dann sehen wir, dass mit jedem Schritt der Wert von i erhöht wird. Wir können damit auch rechnen. Ich führe auch gleich das nächste Konzept Funktionen ein. Wir schreiben vor die Funktion main die Funktion Quadrat. Sie gibt einen Integerwert zurück, heißt Quadrat, und bekommt einen Parameter x, auch vom Typ Integer. Parameter können wie Variablen betrachtet werden, mit dem Unterschied, dass sie initialisiert werden, wenn die Funktion aufgerufen wird. Unsere Funktion Quadrat besteht nur aus der Return-Anweisung. Wir multiplizieren x mal x und wir testen die Funktion aus dem Hauptprogramm heraus. Ich lege eine neue Variable i2, oder besser nehmen wir klingende Namen i hoch 2. Variablen in C dürfen Buchstaben und Ziffern enthalten. Sie müssen mit einem Buchstaben beginnen und typischerweise verwenden wir für Variablen zu Beginn einen Kleinbuchstaben. I hoch 2 ist also Quadrat von i. Um nicht ständig schrittweise durchzulaufen, setze ich mir hier an der Stelle einen Breakpoint und starte das Programm direkt mit Run. Wir sind jetzt an der Stelle Aufruf von Quadrat von i. Wenn wir in die Funktion reinspringen mit Step Into, dann sehen wir innerhalb der Funktion Quadrat, dass x wurde mit dem Wert von i mit 4 belegt. Wir sehen aber auch, dass x und i zwei unabhängige Variablen sind. Das heißt, ich könnte in der Funktion Quadrat das x verändern. Es hätte keine Auswirkung auf das i innerhalb der Main-Funktion. Man nennt das auch Call by Value, also Aufruf per Wert. Dabei wird der Wert beim Aufruf kopiert. Wenn ich jetzt aus der Funktion wieder herausspringe, dann sehen wir, dass i hoch 2 bekommt den korrekten berechneten Rückgabewert, die 16. Wir sehen aber auch, dass die Variable x in unserer Funktion Quadrat ungültig geworden ist. Sie ist zwar noch im Speicher dargestellt, aber nicht mehr gültig. Und das erklärt auch das Prinzip von Variablen. Man nennt diese Art Variablen lokale Variablen, weil sie nur lokal innerhalb einer Funktion gültig und sichtbar sind. Das heißt, wenn ich die Funktion verlasse, verlieren die Variablen
ihre Gültigkeit und sie sind von außen, außerhalb der Funktion, nicht sichtbar. Ich teste die Funktion Quadrat auch mit zwei großen Zahlen. Ich nenne es mal i big ist gleich Quadrat von 46.340 und die Variable i bigger ist Quadrat 46.341. Wir testen das Programm, was rauskommt und schrittweise darüber laufen. Wir sehen 16, wir sehen unsere große Zahl und wow, was passiert hier? Wir bekommen als Ergebnis eine negative Zahl, sicher nicht das Quadrat, was wir gewünscht haben. C ist auf Ausführungsgeschwindigkeit optimiert. Wir haben offensichtlich den Wertebereich von Integer überschritten und ohne Warnung oder Fehlermeldung wird einfach ein falscher Wert weiterverarbeitet. Wir müssen also bei Integerzahlen immer darauf achten, dass wir innerhalb des gültigen Wertebereichs arbeiten. Eine Besonderheit in C ist, dass wir auch vorzeichenlose Zahlen verarbeiten können. Wir schreiben vor Integer, vor den Datentyp, das Schlüsselwort unsigned. Ich nenne das jetzt mal ein U bigger ist gleich das Quadrat 46341. Und wenn wir das Programm jetzt laufen lassen, dann sehen wir, dass tatsächlich ein positiver Wert berechnet wird und ihr könnt es mal am Taschenrechner nachrechnen. Es ist tatsächlich das Quadrat von 46.341. Natürlich macht es keinen Sinn, einen Integer-Wert einem Unsigned-Wert zuzuweisen. Wir kopieren daher die Funktion und definieren den Rückgabewert als Unsigned-Int und natürlich entsprechend den Parameter auch und dann nenne ich die Funktion u-Quadrat. Wir können hier korrekterweise die Funktion u-Quadrat ausführen. Der Datentyp int ist standardmäßig der Typ, der auf der Zielmaschine am schnellsten zu verarbeiten ist. Bei uns folglich 32 Bit. Weitere Ganzzahlentypen in C sind short, in der Regel 16 Bit, long 32 oder 64 Bit und long long 64 Bit, wobei dieser Typ in der Virtual CIDE noch nicht unterstützt wird. Ein besonderer Datentyp ist char. Er wird zum Verarbeiten von einzelnen Zeichen oder von Bytes im Speicher verwendet. Er ist per Standard exakt ein Byte groß. Alle Integer-Typen können mit dem Schlüsselwort unsigned vorzeichenlos behandelt werden oder explizit mit signed vorzeichenbehaftet verarbeitet werden. Neben den Integer-Typen können Gleitkomma-Variablen angelegt werden. Dafür definiert C die Typen float für einfache Genauigkeit und double für doppelte Genauigkeit. Float erfordert 4 Bytes im Speicher und double wird mit 8 Bytes im Speicher abgelegt. Für die Eingabe von Gleitkommazahlen benötigen wir entweder einen Dezimalpunkt oder einen Exponenten. Ansonsten wird eine einfache Ziffernfolge in C als Integer interpretiert. Daher ergibt auch 7 durch 14 bei uns jetzt 0 und nicht, wie erwartet, die 0,5. Ich ändere also bei Gleitkommazahlen die Eingabe der Zahl durch Einfügen des Dezimalpunkts auf eine Gleitkommazahl und ich füge hier noch ein kleines F hinten dran. Mit F arbeitet C mit einfacher Genauigkeit. Standardmäßig würde C mit der doppelten Genauigkeit arbeiten. Wenn wir das Programm neu starten, dann sehen wir, dass auch jetzt die Berechnung korrekt erfolgt. Das heißt, wir kriegen in beiden Fällen die 0,5. Ja, wie wir mit den einfachen Datentypen weiterarbeiten können, wie wir sie ein- und ausgeben können, das sehen wir in den kommenden Folgen. Viel Spaß mit der Virtual CIDE und bis zum nächsten Mal.